Moin moin Freunde und damit herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politik Simulator 4 Power Evolution, dem 34 Politik Simulators. Jetzt tatsächlich mit den aktualisierten Zahlen wohl, das könnte jetzt auch durchaus mehr Sinn machen. Wahrscheinlich haben sie auf die letzten vier die anderen drei dazu addiert, dass da dementsprechend die Zahl rauskam. Denn wir hatten am Ende der letzten Folge einen kleinen Schocker gehabt mit dem netten Vermerk, mit dem netten Hinweis, wir hätten ein Wachstum von 7% und keinen Budgetverlust, den wir sonst eigentlich immer gehabt haben. Und da war ich tatsächlich ein bisschen sehr skeptisch. Jetzt hat sich die Frage tatsächlich ironischerweise direkt mit der ersten Aktion in der heutigen Folge erledigt gehabt. Und damit würde ich sagen, tatsächlich, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kanalabo wäre auch nicht schlecht. Wer jetzt ein bisschen mal dabei, live dabei sein wollte, wie aktuell 30 Zuschauer hier auf Twitch, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den Link in der Beschreibung dahingehend auf Twitch folgen würdet und da tatsächlich auch im passenden Sinne auch ein Follow da lassen würdet. Ansonsten würde ich sagen, können wir tatsächlich schauen, was uns jetzt als nächstes dann die heutige Episode so herbringt. Also, Budgetüberschuss wird bemessen in Höhe von 1,90%. Majestät, der Staat auf Darlehen belaufen sich auf 3,7 Billionen Euro, das ist also quasi Darlehenssumme. Bedingung der Schulden und Rückzahlungen steigt aufs neue Jahr auf 700 Milliarden. Wichtigste Zahl, wir haben einen Budgetüberschuss von 1,90%. So, Wachstumsquote haben wir jetzt dann dementsprechend 3,1% gelistet. Das ist auch ganz nett. Die Truppenmögen an der Grenze interessieren mich wiederum eher weniger. So, lasst uns das jetzt ganz nochmal hier in Zahlen also einmal ansehen. Also 1,9% Budgetüberschuss, was jetzt auch dementsprechend dann passend neu bewertet ist. Das sind dann jetzt 300 Milliarden Euro. Sehr schön, nehme ich mit. Gesamtverschuldung, ihr seht, hat nochmal einen Knick nach unten gemacht. Schauen wir mal drauf. Gab nochmal ein bisschen aber eine Umverteilung der Schulden. Deswegen müssen wir schauen, wie wir da an der Stelle weitermachen. Was aber ganz massiv, glaube ich, nach unten gegangen ist und korrigiert mich, da hatten wir letztens noch 3 Billionen in der heimischen... In heimischen Staatsanleihen quasi gehabt, wo wir verschuldet waren. Also die Zahl ist jetzt schon ein gutes Stück gesunken. Ich glaube, bei den USA waren wir auch letztens noch über 600 Milliarden. Also das lässt sich doch schon mal ganz gut anlesen. Briten mittlerweile auch nicht mal mehr der drittgrößte Schulder, sondern tatsächlich hinter Japan hergerutscht, die uns doch nochmal recht billig gut Geld geliehen haben. Da freue ich mich natürlich auch nochmal drüber. Ja, ansonsten die Währung sagt 2% Inflation. Das ist jetzt tatsächlich so quasi das Optimum. Bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich das da so beibehalten haben will oder nicht. Ja, ansonsten hätten wir jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen Wirtschaftswachstum, was wir theoretisch zugunsten einer weiteren Steuerung opfern könnten. Dazu müssen wir erst die Beliebtheit ein bisschen erhöhen, weil sonst kommen wir in Teufelsküche. Das heißt, ich würde tatsächlich noch mal einen Zehner von unserer Pornografiesteuer, die wir ja mittlerweile ein wenig runtergesenkt haben, dann jetzt ganz gerne noch mal verwenden, um damit gleich noch mal eine gute alte Mehrwertsteuererhöhung zu finanzieren. So, wir gehen erstmal 5% nach oben, aber ich warte natürlich noch drauf, dass das ganze Ding im Parlament auch bestätigt wird. Das heißt, am 27.01. kriege ich dann nochmal den Rest an Beliebtheit. Dann kann ich die Mehrwertsteuererhöhung durchführen, wahrscheinlich nochmal so 2 Prozentpunkte, und dann schauen wir nochmal weiter. Ja, da werden jetzt gerade noch ein paar Papst-Calls reingeschmissen. Der andere Papst, der noch zurückgetreten ist, außer Benedikt, war Cholestin. Im Jahre 1294. Cholestin der Fünfte. Was ist das denn für ein wilder Name? Ja, ansonsten sieht das hier soweit weiterhin ganz passend aus. Damit kann man also, denke ich, noch arbeiten. Wohnungswesen. Gut, haben wir wieder 100.000 schlechte Wohnungen. Die müssen wir natürlich dann dementsprechend wieder neu anpassen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Irgendwann müssen wir mal diesen Platzmangel nochmal in Grundschulen beseitigen. Ah, Mist, ja gut, okay, shit. Bildungsinvestitionen, da komme ich natürlich drum herum. Die 27 Milliarden, das opfere ich jetzt tatsächlich einfach mal auf meine eigene Kappe weg. Weil Bildungsinvestitionen sind genau die, die wir brauchen. Auch hier noch eine Milliarde, das ist okay. Gut, sinken wir es erstmal auf 1,7. Ich denke, gleich mit der Steuererhöhung dürfen dann wir auf 2% vielleicht laufen. Moin, Herr Kaiser, und Grüße an den kaiserlichen Rat. Grüß dich, Suchti, hi. Begräbniszeremonie der Mutter des Innenministers. Alter, jetzt sind wir auf wirklich der letzten Beerdigung, ey. Kabinett. Na gut, aber hier sieht ja alles ganz gut aus. 43 Jahre, das ist ja 62. 59, das ist ja verhältnismäßig für uns ja ziemlich junge Hüpfer, ey. 58. Ach, Bildungsministerium erfordert wieder Lohnerhöhung. Nee. Ja, ihr kriegt hier immer eure minimale Lohnanpassung, damit ihr nicht jammert. Ist aber nur 0,01 des Haushalts, von daher kann ich mir das schon erlauben. Viele Benedikts waren zu dick.
Wieso denn das? Das raff ich jetzt nicht ganz. So, wir kriegen nochmal für Bildungspolitik nochmal ein paar kleine Pluspunkte, die wir natürlich nochmal hier ansammeln. Das heißt, jetzt müssten wir auch alles zusammen haben, wieder an Beliebtheitspunkten mit dem gebilligten Gesetz. Genau, habe ich schon gefragt, woher sollen die 70% denn sonst kommen? Ja, das ist jetzt für uns nochmal das Signal. Jetzt können wir tatsächlich nochmal eine Erhöhung der Steuerlast vornehmen. Ja, und jetzt werden sich natürlich die Menschen sehr, sehr dolle freuen, denn mittlerweile steigt jetzt dann die Mehrwertsteuer auf insgesamt 31 Prozentpunkte. Müsste gehen, ne? Ja, ich habe 3% Wachstum, 2% Mehrwertsteuer. Das müsste in Ordnung sein. So, Cayman will im Best Case auf 2,35, glaube ich noch nichts von, wird wahrscheinlich eher sich auf 2 einpendeln. Aber die 2 hätte ich dann auch schon ganz gerne. So, dann können wir uns jetzt natürlich nochmal den Beliebtheitsmalus abholen hier. Der springt jetzt immer runter auf 56 und dabei ist das Gesetz noch nicht durch. Wenn das Gesetz dann nochmal durch ist, wird es natürlich nochmal ziemlich eklig werden, dann wahrscheinlich im 30er Bereich. Aber so ist, denke ich, dann auch okay. Irgendwie kriegt man sich schon lang gehangelt. Die Polizei verdient echt im Vergleich wenig, aber die haben sich ja bislang noch nicht beschwert. Also, solange sich hier auch keiner beschwert, mache ich hier auch nichts. Grüße gehen raus an alle Polizisten. Ich habe euch trotzdem gerne. Das wiederum ist jetzt für mich nicht ganz so wichtig. Jetzt müsste auch eigentlich mal irgendwo noch ein Autosave kommen. Sehr gut, noch ein Kulturpreis. Den nehme ich natürlich auch noch mit. Apropos Kulturpreise. Wie sah denn aus? Da haben wir Leute auch schon eingebüßt. Ach, Scheißdreck. Ja, deswegen kriegen wir auch so wenig Beliebtheitsförderer, weil da einfach unsere ganzen Gelder nicht mehr mit drin stecken. Deswegen gewinnen wir da auch keinen Blumentopf. Da muss ich tatsächlich auch nochmal 10 Milliarden locker machen. Hilft alle nichts, also das sind unsere Beliebtheitsbringer, da darf ich auch nicht geizen. Auch hier nochmal, das sind jetzt alle Punkte, wo ich zuletzt nicht hinterher gewesen bin. Ja gut, dann werden wir jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen unter 2 einlaufen. Aber wir brauchen das einfach für die Beliebtheitsbringer. Gottes Willen gibt es viele Sportarten, ey. Wo du dich auf jeden einzelnen Punkt auch stürzen könntest, sagen könntest, nee, das mag ich nicht. Oh, MMA, wild, E-Sport, wild. Haben sie mir mittlerweile ein bisschen was noch dazu getan. Welcher Kollege auch immer hier der große MMA-Fan ist. Oh, auch schon eine ordentliche Sportart. Also, ich war früher so Boxen war ich ja unterwegs gewesen, aber MMA, das sind die ganz harten Jungs, ey. Also, das ist schon nicht ohne. So, gibt es jetzt natürlich nochmal einen kleinen Schuss Beliebtheit noch mit oben drauf, aber ja, für den habe ich das jetzt nicht unbedingt gemacht. 31% Mehrwertsteuer ist übel. Ja, ist es auch. Aber wir brauchen das. So. Denn jetzt haben wir tatsächlich... Jetzt haben wir 3,4% Wachstum? Nee. Den Braten, das kaufe ich dir noch nicht ab. Wir werden nicht mehr Wachstum haben, wenn ich die Steuern mehr erhöhe. Das sehe ich nicht. Okay, wahrscheinlich ist der Wirtschaftsminister oder so zurückgetreten. Nee, der Finanzminister? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Oh nee, der 85-jährige Desselsdorf, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Den musste ich bald dann austauschen. Hier, der Bruder von Berthold oder der Cousin oder was auch immer. Der Andreas Kloger. Der ist 45, den nehmen wir mal mit. So, Vorlauf Regimewechsel, bla bla bla. So, gucken wir jetzt mal auf die Finanzen. Jetzt haben wir 2% Wirtschaftswachstum, jetzt haben wir 2% Überschuss, jetzt liegt das da, wo ich das alles erwartet hatte und vermutet hatte. So passt das schon eher. So, ein Eis kostet dann statt 1,30 1,70, ganz schön viel. Der Kaiser enteignet sein Volk für den Krieg. Wo ist der Sinn? Der Sinn ist, dass ich jetzt mehr Geld scheffle, damit wir schnell die Schulden loswerden, damit wir Reserven aufbauen, dass ich irgendwann nochmal die Steuern dann wieder allesamt runterschrauben oder beziehungsweise sogar vielleicht teilweise gänzlich abschrauben kann. Weil momentan ist die Steuerlast so horrend hoch, das macht einfach für gar keinen hier Spaß. Wir haben momentan Sozialabgaben, Arbeitnehmer, gut, das sind die klassischen noch, das sind jetzt noch die alten Werte, aber ich habe tatsächlich bei den Arbeitgebern jetzt auf 48, Körperschaftsteuer ist nochmal 45%, Gewerbesteuer ist auf 3% erhöht worden, also hier wurde tatsächlich geklotzt und nicht gekleckert. Eins, wo ich noch nicht mit bei war tatsächlich noch die Einkommensteuer, da habe ich erstmal die Mehrwertsteuer tatsächlich bevorzugt. So, wir geben jetzt mehr Geld für Videospiele aus in der Kategorie Kultur. Ja, das oben drauf, aber das sollen wir jetzt auch wieder Beliebtheitspunkte bringen. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, was wegen unserer Beliebtheit hier nicht groß hochgegangen ist. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall. Na, jetzt müssen wir nächstes Jahr Wettbewerb gewinnen, Olympische Spiele wieder gut abschneiden, etc., etc. Und dann wieder darüber unsere Boni uns abholen.
So, die ersten Zahlungen, dann können wir es gleich auch nochmal im Kurs überkalkulieren. Wie sieht es jetzt hier aus? Ist jetzt da auch das zweite Fusionskraftwerk ist fertig geworden. Das dritte müsste irgendwann jetzt im Herbst kommen und das passt so vom Puffer her auch. Aber dann im Herbst wahrscheinlich die Oktoberzahlung müssen wir wahrscheinlich wieder verwenden, um dann nochmal neue Fusionskraftwerke zu bauen. Bald erreichen wir übrigens die Gesamtproduktion von 2000 Terawattstunden. Also Energie ist auf jeden Fall auch ein großes Thema hier. Im wahrsten Sinne des Wortes quasi. So, was mir eigentlich ein bisschen wundert ist, dass sich diese Kopp-Jungs nicht mehr gemeldet haben, weil 2050 haben wir das Thema jetzt ja durch mit der Klimaneutralität. Ja, und wir haben uns ja dran gehalten und da hat sich jetzt aber keiner mehr irgendwie gemeldet diesbezüglich. Da hätte ich jetzt dann doch nochmal irgendwas erwartet. So, Verhaftung. Rebellischer Politiker hinzu. Ja, alles klar, das Übliche. Also solche Steuern will ich nicht zahlen. Die Menschen werden arm. Das muss, das muss. Dafür hast du aber auch so andere Sachen, ne? Ich möchte das nochmal eben ganz, ganz kurz anmerken, dass ihr mal eben ganz kurz auch davon mal was wisst. Sozialhilfesatz liegt mir bei 800 Euro. Das ist schon ein gutes Stück mehr. Mindestlohn liegt bei 2900 brutto. Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 Stunden die Woche. Gut, das ist quasi normal. Ihr kriegt 17 Monate lang euer Arbeitslosengeld zu einem Satz von exakt 100%. Ja, also, dass ihr mal auch solche Sachen nochmal gesehen habt. Und wo ich gerade schon dabei bin, da kann ich euch nochmal im Kurs anderes zeigen. Renteneintrittsalter liegt übrigens bei 65 und nicht bei 67. Und die Rente ist mittlerweile abgesichert als Mindestrente, wohlgemerkt. Und vielen lieben Dank. An wen darf ich Grüße raussetzen? An M-Preu. Grüß dich, Maja Preu. Hi. Habt ihr jetzt eine Mindestrente quasi, die auch hier gesichert ist in Höhe von 2555 Euro? Ich glaube, davon können Rentner bei uns nur träumen, will ich nur mal gesagt haben. Nächste Zahlung, sonst vielleicht jetzt schon ein Reaktor auf Max-Laufzeit, sagt Wumsen. Das könnte tatsächlich gehen. So brauchen es nicht, wenn man das in Relation sieht. Lass mal einen Sub da, hab gehört, Steuern gehen runter, Nava. ja, ich plane tatsächlich demnächst zumindest eine Vereinfachung dann des Steuersystems, indem ich tatsächlich sehr, sehr viele dieser dummen Nebensteuern, die keinen Menschen interessieren, einmal runter auf Null setzen werde. Autobahntarife, Tourismussteuer wird auf Null kommen, die Tabaksteuer, okay, die wird vielleicht noch bleiben, Steuer auf Entlassung wird runtergehen auf Null. Wir werden das Thema mal ein bisschen hochscrollen. Flugsteuer auf jeden Fall auch nochmal angehen. Die Rundfunkbeiträge können wir wahrscheinlich auch killen. Grundbesitz, Kfz-Steuer, Erbschaftssteuer. Das werden alles Themen sein, die wir wahrscheinlich alle platt machen können. Vielleicht sogar auch die Besteuerung auf Erdöl, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also dass wir auf jeden Fall möglichst das Steuersystem, soweit es geht, vereinfachen. Das ist das Problem, wenn man von absoluten Zahlen ausgeht und die Inflation etc. nicht mit einrechnet. Ja, aber meine Inflation hielt sich ja doch nun wirklich sehr in Grenzen. Also meine Inflation pro Jahr müsste so 1% betragen. Das heißt, wir sind jetzt auf 30, glaube ich, wohl so laufend über das gesamte Game. 30% Inflation. Wie gesagt, auch in Relation zu anderen Währungen sind wir ja, wie gesagt, ultra eisenhart. Also da gibt es auch nichts zu meckern. Von daher, ja. Da haben wir 30% Geldentwertung. Ist aber immer noch bei der Rente dann. Wo sind wir denn da? 1,7, 1,8 sind wir da immer noch. Dann inflationsbereinigt. Guten Tag. So, und das finde ich tatsächlich dann aber auch noch ganz in Ordnung. So, ihr wollt uns euer Tabak. Ja, okay, ist okay. Kaufen wir. Alles schon okay. Jetzt ist das ja eigentlich die Reichsliga. Statt Bundesliga, halt Reichsliga. Noch besser, weil wir durch mehr Land mehr Vereine haben. Das heißt, es muss mehr gekämpft werden. Es wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Liga, kann ich sagen. Also, klassisches Ligaspiel zwischen Ajax Amsterdam und Rapid Wien. Oder irgendwie hier Danzig gegen Straßburg oder so. Also, das sind so die Duelle, die jetzt zustande kommen. Grüß dich Leipziger, hi. Herr Kaiser, wie gehen Sie eigentlich mit Funk und Arto um? Ja gut, wir sind mit Frankreich jetzt hier passend befreundet, von daher wird das mit Arto wohl weiterhin laufen. Würde ich meinen. Und falls mich nach einer generellen Meinung fragt, ich mag Arte sehr, sehr gerne. Und was Funk angeht, ja, prinzipiell keine schlechte Idee. Die haben mal bessere, mal schlechtere Kanäle. Die sind mittlerweile aber auch so breit aufgestellt, da weiß es ja auch gar nicht mehr so richtig wohin. Ne?
So, Bevölkerungswachstum, wie man interessiert, wie es hier aus 0,1% Wachstum haben wir. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Bevölkerungsdichte hat ein bisschen abgenommen, das liegt aber auch an den weiten Leeren, die wir teilweise annektiert haben. Gerade diese polnischen Gebiete sind ja schon dürftig besiedelt, sagen wir so. So, jetzt demnächst tatsächlich unser erster nächster Schwung, den wir dementsprechend mitnehmen können. Mal schauen, dass wir den nochmal zusammenkriegen. Dann können wir schauen, was wir mit den neuen gewonnenen Erträgen machen. So, hier die 11 Zeitungen kann ich auch schon mal wegtun. Adam und Phoenix sind beste, danach ARD, ZDF, 3 Sat, der Rest ist mir egal. Ich gucke ja auch kaum noch normales Fernsehen, ne? Ich mag noch ZDF Info ganz gerne, tatsächlich, das muss ich auch gestehen. Da bin ich auch mit immer vorn dabei. Aber die dritten regionalen sind für viele wichtig. Ja, das stimmt. Zwischendurch muss man sagen, also das eine oder andere gute, der gute Bericht kommt tatsächlich auch im regionalen. Ich hatte heute im RBB, war das glaube ich gewesen, irgendwie so ein Armutsbericht. Ne? Und dass die Leute alle am Hungertuch nagen. Und ja, trifft auch wieder immer ein paar interessante Erkenntnisse bei solchen Geschichten. Hm. Und dass natürlich da auch ein bisschen der Unmut aufkommt. Ich glaube, eine Stimme war auch schon wieder so eine gewesen, da läuft mir ja kalt den Rücken runter nach dem Motto, die Ausländer kriegen ja jetzt hier Essen und alles gestellt und wir Deutschen verhungern. Da läuft mir kalt den Rücken runter. Ja. Mr. Wissen to go ist das Beste von Funk. Ja, also, ne, das ist ja von Funk so gesehen unterstützt, aber das ist ja meistens... Also diese ganzen Läden haben sich ja, glaube ich, fast alle, nicht alle, aber fast alle haben sich, glaube ich, eigenständig hochgearbeitet. Es gibt welche, die wurden, glaube ich, auch so ein bisschen am Reißbrett geplant, so einige Kanäle, aber der Main-Part hat sich da, glaube ich, schon irgendwie das ja selbst erstmal zusammengeschustert und dann tatsächlich nur diese Kooperation dann eingegangen. So, voten, ja, alles klar. Möge Zerschlagung, nein, danke. Na, und dann gibt es ja noch so Kanäle hier wie Dinge einfach erklärt. Wie hieß denn das Ding noch? War das kurz gesagt? Ich glaube, kurz gesagt hieß der Laden noch. Ja, ne, die tatsächlich dann wiederum sie aber zum Beispiel auch von Funk, glaube ich, getrennt haben, wenn ich mir das noch richtig im Kopf hatte. Also, das ist da auch mal so besser. Meistens kannst du beobachten, dass dann kleinere Kanäle aufgenommen werden, die dann bei Funk groß werden und danach aber sie wieder meistens manchmal auch trennen, weil das für sie dann profitabler ist. So, der Umweltminister ist gestorben und parallel der linksgesinnte Milliardär. Na, Glückwunsch. Da habt ihr euch ja einen schönen Tag ausgesucht. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich auch hier nochmal vielleicht einen möglichst jungen Menschen einsetze. 44, das ist gut. Helmut Denger. Boah, das ist ja ein scheiß Name. So, Posten wurde vergeben. So, und da haben die Staatskassen nochmal einen Überschuss von 84,5 Milliarden. So, und da gehen wir jetzt tatsächlich dann auch passend zu Werke. Ich hatte es ja schon gesagt gehabt, die Häuser haben erstmal mehr Priorität. Was war das gewesen? 370. Nein. 370. So, Arbeit zu vergeben. Passt. Ja, es sind 15 Milliarden, die ich dafür jetzt einplanen muss. Da kommen wir nicht drum herum. So, und dann war jetzt dann die Überlegung, ja, gemeint gehabt, vielleicht wäre es ja jetzt billiger, jetzt schon nochmal ein Fusionskraftwerk aus dem Boden zu stampfen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, gebe ich euch auch recht, das wäre tatsächlich wirklich billiger. Dann haben wir das im nächsten April fertig. Jetzt muss ich tatsächlich nur noch eine Energiekarte haben, nicht, dass ich die alle zu sehr in einer Stelle pflastere. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen näher an der russischen Kriegsfront, ich werde es mal eher Richtung Polen packen. Machen wir das so. Weil ich habe ja noch irgendwann mal einen Krieg gegen Russland vor, mit Polen bin ich ja fertig. Also mit denen habe ich jetzt ja nichts mehr so weit zu tun. Genau, packen wir das dann nochmal dahin. Haben das dann auch mal erklärt. Ich glaube, ansonsten war jetzt aus dem Überschuss heraus nichts, was ich jetzt ganz akut finanzieren wollte. Ja, okay, Bildungsstätten und alles, das wird nochmal sein müssen. Da kommen wir auch nicht drum rum. Ich hatte auch noch vielleicht vor, das weiß ich aber noch nicht ganz, ob ich die Bevölkerungsrate auch nochmal nach oben schrauben will. Ob ich damit schon ganz zufrieden bin. Na, das muss ich schauen. Vielleicht erstmal auch dann eins nach dem anderen. Erstmal gucken, dass du die Bildungsinstitutionen bastelst, bevor du dich da irgendwie drum kümmerst, die Geburtenrate noch zu erhöhen. Ja, Krankenhäuser und so alles, das muss ja auch noch alles gebaut werden. Von daher schauen wir dann mal. Aber das sind so Projekte, die können erst alle später kommen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir noch hier so ein paar Schulden loswerden.
Dänemark, Schweden, Vereinigte Arabische Emiraten, Saudi-Arabien. So, was haben wir als nächstes? Südkorea. Und jetzt wird es tatsächlich dünn. Ich glaube, Mexiko packen wir nicht mehr ganz. Ja, genau, richtig. Also bei Mexiko hört der Spaß dann auf. So, das heißt, bis Kanam so kommt, das heißt, zwei Gläubiger, die müssten wir jetzt im Sommer im Best Case loswerden. Damit wir dann auch folgend, ja, dann nur noch tatsächlich unsere sechs Gläubiger haben, unsere sechs Kerngläubiger. Natürlich auch schön nochmal für die Finanzen, weil wir natürlich da für uns dann ein paar minimale Rückzahlungen sparen, nämlich keine Zinsen, die wir tilgen müssen, sondern tatsächlich einfach nur, nicht nur die Zinsen, die wir zahlen müssen, sondern tatsächlich einfach das Darlehen als solches, was als Tilgungsraten rausfällt. So, und Waze Backup ist hier da. Grüß dich, Waze. Das heißt, wieder da, aber schließt sie uns an. Vielen lieben Dank für den Follow und ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. So, was habt ihr noch so derweil von alleine gelassen? Und Wachstumsschätzung, ja, bla, bli, blub. Oh ja, tatsächlich, wenn er bei Terra X auftritt, das finde ich auch immer tatsächlich ganz geil. Das ist meistens gut gelassen. Funk ist durch das Verlassen von Kursklack extrem verschlechtert, sagt Mahai. Ja, nur alles Meinungssache. Also in der Reichsliga müsste es vier Ligen geben. Erste mit 20, zweite mit 22, zwei bis vier mit 22 ohne zweite Mannschaften. Der Leipziger legt sich das schon alles recht und bastelt in seiner Euroliga. ja, ich glaube auch, da hat, also das heißt auch Auswirkungen, ne? Also das ist ja tatsächlich schon so ein bisschen ja mehr, also Funk hat ja glaube ich auch irgendwas mit den Bildung, ich will jetzt nicht sagen mit Bildungspolitik zu tun, aber es geht ja so ein bisschen in die Richtung, ne? von so Bildung, Kulturfinanzierung, ne? Und ja, am Ende müssen die auch in dem Sinne nicht diesen Riesenerfolg einbringen, also die müssen ja kein Geld verdienen in dem Sinne, sondern da geht es ja mehr tatsächlich einfach um die Förderung und das läuft ja tatsächlich ganz gut. Ja, das mit dem Reaktor haben wir noch aufgebaut, das passt soweit und es müsste gleich wieder ein Folgenende sein, sagt der gute Tobi, das kann durchaus sein. Weil ich sagte, ihr habt das Video gesehen, wo du auf Paluten reagiert hast. Ja, wünsche ich auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ja, ich sag mal ganz salopp so, wir hatten das ja so angeschnitten gehabt, Paluten hat das ja immer dann so das Spiel erstmal als solches verkauft, einen groben lustigen Einblick, um mal so zu zeigen, hey, das gibt's und das kann man machen, aber auf sehr belustigende, unterhalterische Art und Weise und, ne, wenn ihr bei mir landet, ist das im Prinzip so, falls ihr Bock habt, euch das Spiel mal wirklich als Game dann auch anzusehen, um zu gucken, aber auch, wie läuft das alles, wenn ihr vielleicht noch hier und da ein bisschen was über Politik, Ökonomie lernen wollt, dann seid ihr tatsächlich bei mir meistens an der richtigen Stelle. Dementsprechend also herzlich willkommen und ich hoffe, dir gefällt es hier. So, ihr wollt uns hier 7.000 Euro Elektrofahrzeug verkaufen, her damit. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir gleich mal einen kleinen Folgen-Cut an der Stelle. Gehen aber natürlich dann gleich auch direkt weiter für euch Jungs mit auf Twitch auf die nächste Folge, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr mir wegrennt. Ja, und damit würde ich tatsächlich sagen, bedanke mich an der Stelle ganz herzlich draußen bei euch auf YouTube fürs dabei sein. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, haut rein und ciao.